Wir fragen uns, müssen Ärzte, die gefährliche Thesen wie diese öffentlich vertreten und viele Menschen, auch die eigenen Patienten möglicherweise verunsichern, nicht zur Rechenschaft gezogen werden? In einer solchen nationalen Notlage können wir das nicht tolerieren. Dann muss eben der Arzt sich entscheiden, ob er hier eine Verschwörungstheorie propagiert oder ob er als Arzt weiter tätig ist. Dann müssen diese Kollegen einfach schlicht und ergreifend die Approbation entzogen bekommen. Dann sind sie nicht mehr gefährlich.